hier Richtung Grasleben. Hier geht die Strecke nach Helmstedt weiter. Wir sind mittlerweile von Oebisfelde über Weferlingen die Bahnlinie bis Grasleben gefolgt. Bereits im Ort zweigt ein Nebengleis ab. Es führte über das Werksgelände der Kali und Salz AG in Grasleben. Auf der anderen Seite der Straße ist es noch zu erkennen. 2,5 Kilometer von hier entfernt befindet sich eine weitere Schachtanlage im Ortsteil Heidwinkel. Vom ehemaligen Bahnübergang ist nichts mehr zu sehen. Von Grasleben zweigt eine weitere Nebenstrecke ab, die schon lange stillgelegt ist. Hier auf dem ehemaligen Bahndamm immer weiter in diese Richtung. In der Ferne erkennt man bereits die Schachtanlage. Zunächst geht es allerdings weiter auf dem Bahndamm. Dass das hier eine ehemalige Bahnstrecke ist, sieht man unter anderem auch daran, dass hier wieder die schwarzen Steine sind, die es auf den Bahndämmen überall gibt. Ja, da sind sie wieder. Hier macht der Bahndamm eine Linkskurve. Wir müssen also bald beim ersten Schacht sein. Hier sind irgendwelche alten Kuhlen zu sehen. Hier muss ich mir leider einen anderen Weg suchen. Scheinbar kommt man auf dem Gleisbett des Bahndammes nicht weiter. Zum Glück gibt es parallel zur Eisenbahnlinie einen zweiten Weg, den man laufen kann. Die Schachtanlage Braunschweig-Lüneburg 2 und 3 an der Straße Heidwinkel besteht im Wesentlichen aus den jeweiligen Fördermaschinenhäusern und den Fördergerüsten, sowie am Schacht Heidwinkel 1 auch aus einer Schachthalle. Die Schächte sind etwa 500 Meter in nordwestlich-südöstlicher Richtung voneinander entfernt. Das Fachwerk Streben Fördergerüst der Bauart Klönne am Schacht Heidwinkel 1 aus dem Jahr 1913 ist eine der ältesten erhaltenen im Bereich des Kali- und Steinsalzbergbaus. Südwestlich hiervon existiert eine Abraumhalde. Schacht Heidwinkel 2 verfügt über eine Notbefahrungseinrichtung. Als Schachtausbau dienten bis in 92 Meter Teufe Tübbings und daran anschließend Mauerwerk. Das geförderte Rohsalz wurde zuerst durch einen Drahtseilbahn, später durch eine Schmalspurbahn zur Fabrik am Schacht Braunschweig-Lüneburg 1 transportiert. Da das braunschweigische Gesetz nicht zwingend zwei Schächte für ein Bergwerk vorschrieb, wurden Heidwinkel und Grasleben zunächst untertägig nicht verbunden und blieben rechtlich eigenständige Bergwerke. ...1936 wurde die Schachtanlage Heidwinkel von der Wehrmacht übernommen und stand von da an nicht mehr zur Steinsalzgewinnung zur Verfügung. In den Grubenräumen sollte übertägig gefertigte Munition geschützt eingelagert werden. Dazu wurde ein zweiter Schacht benötigt, um die Munitionsanstalt unabhängig vom Bergwerksbetrieb zu betreiben. Von 1937 bis 1939 wurde der 662 Meter tiefe Schacht Heidwinkel 2 abgeteuft. 1941 wurde eine Befahrungsanlage mit einem stählernen Fördergerüst aufgestellt. Auf zwei Sohlen wurden insgesamt 72 Einlagerungskammern eingerichtet. Über Tage entstand westlich des ersten Schachtes ein Munitionsfertigungsgelände und östlich davon eine Wohnsiedlung mit 4 Mehrfamilienhäusern für die Muna-Arbeiter und deren Familien. Etwa 1 Kilometer westlich der beiden Schachtanlagen entstand das Waldlager Heidwinkel, ein Arbeitslager zur Unterbringung weiterer Arbeitskräfte. Im Jahr 1938 nahm die Heeresmunitionsanstalt Grasleben den Betrieb auf.
Zu ihren Aufgaben gehörte die Befüllung von 5 cm Wurfgranaten sowie 10 und 10,5 cm Kartuschen und Granaten. Des Weiteren wurden hier nicht explodierte Werfergranaten wiederaufgearbeitet, soweit möglich. Irreparable Rückläufer und Fehlchargen vernichtete man auf einem eigenen Sprengplatz. Der Fertigungsbetrieb wurde obertägig im Fertigungsgebiet, teilweise aber auch untertägig durchgeführt. Hier nochmal Google Earth. Hier sehen wir die erste Schachtanlage mit der Eisenbahnlinie, die hier weiterging, und hier die einzelnen Munitionsstätten der Muna mit Material versorgt hat. Hier die zweite Schachtanlage, die Arbeiterhäuser, das Muna-Gebiet und das Waldlager. Der Bergbau über Jahrhunderte bringt mit sich, dass die Landschaft überall Krater aufweist. Kleine Tümpel und auf der anderen Seite hohe Abraumhalden. Zum Kriegsende hin ist Schacht Heidwinkel auch für die Einlagerung von Kulturgütern und Dokumenten des Reichsversicherungsanstaltes und der Dresdner Bank vorgesehen worden. Dafür sollen bis zu 30.000 Quadratmeter gestellt werden. Teile der Bestände des Staatsarchives Bremen sind hier ebenfalls eingelagert worden. Zusätzlich auf der 430 Meter Sohle neben Kunstschätzen auch Teile des Reichsfilmarchivs und des Propagandaministeriums. Hier die Halde und daneben die Grube. Leider können wir nicht reingucken. Hier sieht man noch Teile des Förderbandes.